Hallo und herzlich willkommen zu unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Dina Nayeri vorstellen. Drei sind ein Dorf. Die 8-jährige Nilo ist in den späten 1980er Jahren mit dem jüngeren Bruder und der Mutter aus dem Iran geflüchtet. Lange hat sie geglaubt, dass ihr geliebter Vater in die USA nachkommen würde. Doch der passionierte Zahnarzt und Verehrer altpersischer Lyrik ist opiumabhängig. Er fürchtet die Folgen des Entzugs. Als Wissenschaftlerin erfolgreich, verheiratet mit einem französischen Juristen, holen Nilo die Erinnerung an ihre Kindheit und an die wenigen Treffen mit dem Vater wieder ein, als sie in Amsterdam Freundschaft mit iranischen Exilanten schließt und ihnen bei Behördengängen zu helfen versucht. Ein berührender, ehrlicher Roman, in dem die Autorin einen sehr genauen Blick auf das Leben im Exil wirft. Drei sind ein Dorf, erschien im Mare Verlag.